Am Wort Andreas Hanger, ÖVP. Zusammenfassend festhalten, das Doppelbudget 2018-19 leitet eine Zeitenwende ein, einen Paradigmenwechsel. Erstmals seit 65 Jahren werden auf Bundesebene keine neuen Schulden mehr gemacht. Und das ist die positive Nachricht und das verdient durchaus einen Applaus. Bemerkenswert finde ich dann immer die Stellungnahme vom Kollegen Greiner, der sagt, nein, dieser Paradigmenwechsel stimmt nicht, weil die Schulden sind ja nominell schon auch 16, 17 zurückgegangen. Und ich habe mir das jetzt genauer angeschaut, weil ich es wirklich bemerkenswert finde. Erste Feststellung ist, im Jahresabschluss 2017 musste die Republik knapp 7 Milliarden Schulden wieder neu finanzieren über die ÖPFA. Stellt sich dann die Frage, wie gelingt es, dass der nominelle Schuldenstand zurückgeht? Klar ist, dass der Schuldenstand auf Bundesebene das höchste Niveau erreicht hat seit der Geschichte, 212 Milliarden. Nur in der gesamtstaatlichen Betrachtung, das stimmt schon, sind sie nominell zurückgegangen. Aber warum? 2013 wurden die Banken, die HET und die K-Finanz verstaatlicht. Die Schulden wurden verstaatlicht, allerdings die Vermögen wurden nicht bewertet. Jetzt wurden die Vermögen in diesen Abwicklungsbanken realisiert. Deshalb kam es zu einem nominellen Abbau. Nichtsdestotrotz haben uns die Banken natürlich sehr viel Geld gekostet. Also wahr ist, dass dieser Paradigmenwechsel erst mit dem Budget übrigens 19 eingeleitet wird, weil 18 haben wir auch noch einen Finanzierungsbedarf. Wahr ist auch, dass es strukturell 2019 ein Minus gibt. Natürlich ist das neue Budget getragen von der guten Konjunktur, von den niedrigen Zinsen, aber da hilft ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung, weil auch in den nächsten Jahren natürlich Überschüsse budgetiert sind. Und ganz bemerkenswert persönlich finde ich, dass dann sogar strukturell 2022 ein Überschuss budgetiert wird, auch wenn wir quasi die Konjunktureffekte berücksichtigen. Man muss natürlich dazu sagen, da gibt es Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, wie sich die Konjunktur entwickelt, das Zinsniveau, die Arbeitslosigkeit. Aber alleine schon das Ziel, sich zu setzen, Schulden abzubauen, nicht nur relativ, sondern auch absolut, halte ich für ein bemerkenswertes, ein sehr, sehr richtiges. Und deshalb ist auch das Doppelbudget 18-19 und die mittelfristige Finanzplanung bis 22 eine hervorragende und sehr, sehr gut für Österreich. Ich möchte aber auch betonen, dass natürlich nicht alles schlecht war in der Vergangenheit. Bemerkenswert finde ich, wie die Republik, wie der Staat seine Schulden gemanagt hat. Ein Danke mal an die ÖPFA, die da hervorragende Arbeit meiner Meinung nach geleistet hat. Es ist gelungen, natürlich getragen von einem internationalen Zinsumfeld, die Effektivverzinsung der Gesamtschulden deutlich zu senken. Wir liegen da jetzt mittlerweile bei 2,47%. Der Anteil der Zinsen am Bruttoinlandsprodukt geht deutlich zurück. Das ist sehr, sehr erfreulich. Wir werden irgendwo bei 1,6% zu liegen kommen, waren schon bei 3,5%. Auch wenn die Zinsen steigen werden in den nächsten Jahren und Experten gehen davon aus, werden die Zinsbelastungen zurückgehen, weil Gott sei Dank die ÖPFA im Auftrag natürlich der Politik hier sehr langfristig Schulden finanziert. Bemerkenswert finde ich auch, dass der Staat Anleihe begeben hat mit Negativzinsen. Das zeugt für die gute Bonität des Wirtschaftsstandortes Österreich, dass Anleger bereit sind, sogar Geld zu bezahlen, wenn sie Geld in die Republik geben. Und es wurde sogar eine Anleihe begeben mit 100-jähriger Laufzeit. Das zeigt auch ein deutliches Vertrauen in den Finanzmarkt. Aber abschließend möchte ich festhalten, besser noch als Schulden gut zu managen ist es, natürlich keine neuen Schulden mehr zu machen. Und das passiert in der Zukunft und über das freue ich mich sehr. Danke. Als Zeitenwende und Paradigmenwechsel bezeichnet Andreas Hanger von der ÖVP das neue Doppelbudget 2018-2019.